bist nicht Serac Besh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig, der Code war gut. Asara, gefunden? Nein, aber die Sache mit Slyra und Serac Besh, sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind, versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Ach, sei doch nicht so dumm. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Kann ihr nicht? Ich kann ihn aber auch verstehen in der Situation. Aber das war jetzt echt eine dumme Reaktion. Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Ah, schön. Oh, er schon wieder. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Serac Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Er schießt sie! Nee. Oh, du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nex. Okay, okay. So, dann würde ich sagen, haben wir hier mal ab. Okay. Versteck dich nix. Fuck. Wir haben einen Eindringling. Ja, Loot mitnehmen. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ja, ich würde mal sagen, da. Ich hätte mal gedacht, die Rebellen nehmen uns irgendwie mit und dann wären wir bei deren Basis und dann gibt es dort Diskussionsgespräch. Max, mach kein Mucks. Ich will ein Todesfall an dir, sofort! Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxie geben, an dem sie dich vor mir verstecken kann. Ja. Okay, wie machen wir das? Ablenken. Was genau ablenken? Schießt auf Energiekerne und. Ah. Bitte, okay. Sei kein Müllschlucker. Ich glaube, das finden wir gleich heraus. Oh, oh geil, wir können auch Pause machen. Auftrag, der nice. Schiefgelaufen ist nix. Das ist mehr als nur Pech. Ich habe ehrlich gesagt fest damit gerechnet, dass es schief geht. Ja.
Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt weg? Also, von der Stadt bei dich. Oh, sieh nur. Das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Ja, und der Oberboss wird so richtig sauer auf uns sein. Wo ist der Dude? Ja, ist soweit. Komm, lauf, 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 lauf. Nice. Ist wie Gleiterfahren, oder? Oh, bestimmt. Nein. Oh ne, ich muss selber fliegen. Ach, na also, die Barriere ist weg. Okay. Und los geht's. Nee, ich glaube, es fliegt einigermaßen von selber. Ich mach gar nichts. Ja, sehr schöner Auftakt. Ja, ich bin schon mal gespannt, wie die Story wird. Aber gefällt mir. Oh, so süß. Komm schon. Oh, hallo. Ja, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ich würde nicht echt jetzt so sterben, wenn ich das anhätte. Abgesehen davon, dass es mir nicht passen würde. Ah, es ist so warm. Ich dachte, du gehörst zu denen. Zu wem? Yay, die nächsten Freunde.
Viele neue Freunde heute. Gut. Kümmern wir uns mal um das. Wir müssen das nicht warum tun? Kann ich nicht schießen? Was ist denn das? Unter Druck steigt und dann kann ich es an der Sobald also jetzt voll ist, ist. Okay, Gegner-Item. Okay. Drücke X, um Adrenalinschub-Schüsse abzugeben. Oh. Ah. Okay. Das ist cool. Gut, alles gut bei dir? Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges. Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit... Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacka. Ich heiße Wacka. Finde ich dich, Wacka. Ob wir ihm wirklich trauen können. Aber hey, jetzt können wir mal in Ruhe das Schiff hier angucken. Wow, schick. Erinnert mich so ein bisschen an den Chopper. Oder so eine alte BMW. Ich wollte aber eigentlich das Schiff angucken. Da ist ordentlich Wumms hinter. Ja, ich will jetzt noch nicht mit dem Teil fahren. Ich will jetzt erstmal angucken. So, lass mal gucken. Ob er das gerade restaurieren wollte? Okay, das glaube ich war es auch schon mit der Sightseeing-Tour. Ah, wobei, da geht es irgendwo hin. Oder auch nicht. So, let's see. Okay, du bist da. Ja, also ich wünsche dir da nochmal sehr viel Spaß da beim Reparieren. Holy shit, das Ding ist wirklich schnell. Wir reparieren das Schiff, fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes Ding. Und jetzt werden wir endlich in dieser Open World, wo wir machen können, was wir wollen. Sieht aber geil aus. Ja, doch. Hat schon was. Okay, ab mal zu dieser Stadt. Moment mal. Andererseits. Wir können uns auch das da, was zugangsbeschränkter Bereich soll heißen. Okay, das sieht noch einfach nur Loot aus. Aber immerhin, Granaten. So, kleiner Mann, weiter geht's. Was zum... Noch mehr Banditen? Ach, kommt schon. Alles gut da hinten, Kumpel? Ich weiß. Was machen wir hier bloß? Auch Feind. Alter, ihr kennt's mich doch nicht mal. Also, diese Banditen sind immer noch hinter mir her. Hartnäckig. Flieg
nach Mirogana. Das ist Pike-Gebiet. Da hängst du sie ab. Und, wie soll ich dich nennen? Ich bin Kay. Alles klar, Kay. Du findest Korak oben im Makal. Das ist die beliebteste Kantine in der Stadt. Du kannst sie nicht verfehlen. Okay, ich glaube, zum allerersten Mal sind die Frames mal ein bisschen nach oben. Holy shit. Sag schon, Wacker, was springt für dich dabei raus? Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Logs habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher. Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach. Oh, Entschuldigung. Schon gut, schon gut. Ich glaube, ich sollte hier absteigen. Södele, da werde ich hier. Da hat das Werkstatt-Symbol. Da hinten auch. Aber das sieht noch Speeder aus. Also es ist halt alles so riesig hier. Da hinten, wo wir eigentlich hin müssen. Also mal gucken. Wenn Sie eine Schiffsmechanikerin brauchen, eine bessere gibt's nicht. Ja, tatsächlich. Schiff nicht verfügbar. Okay, das kommt dann wohl später. Hey, warte mal. Sieh dir das an. Lol. Oh, ich meine sowas nie gut. Okay, ja, wie geil. Spiele im Spiele. Das sind einfach so richtig schöne Details. Oh, ich wollte ja auch mal den Arcade-Simulator mit euch mal spielen. Der ist nämlich auch noch echt witzig. Den hatte ich sogar mal auf dem Discord-Server bei mir in der Verlosung drin. Ja, okay, gehen wir mal hier raus. Genug gespielt. Ach, keine Zeit für so. Ach, komm. Ich dachte jetzt gerade für einen Moment, der klaut meinen Speeder. Das wäre es gewesen. So, also das ist der Händler. Wusste es, was ausgesehen hat wie ein Speeder? Da hier. Wir bieten Moin. Den kompletten Schiffsservice. Also Schiff oder Speeder? In meinem Laden gibt es alles, was Sie brauchen. Aussehen, Verbesserungen. Standardgleitertriebwerk mit passabler Leistung. Was haben wir hier? Lenksystem, Duralium, Chassis, Panzerung und Impulssystem für Gleiter. Alles klar. Da braucht man neben Credits auch noch Stahl, also Sachen. Das heißt, wir müssen hier Sachen sammeln. Was kostet das hier so? 500. Silvanisches Eisen und Akkubeschleuniger. Okay, wie sieht's aus mit Aussehen? Standardansicht auswählen. Schmuckstück, Trophäe. Okay, das glaube ich kommt alles noch. Ist auch nicht freigeschaltet. Alles klar. Bleiben Sie sauber. Vermutlich nicht. Und irgendwas mit Zahnrad und Credit-Symbol. Gut, ich dachte, ich kann irgendwie einfach durchgehen. Moin. Händler? Der hat, glaube ich, keinen Bock auf mich. was zum Sammeln? Oh ja, genau, wie sieht's denn aus? Kann man hier irgendwo was stehen? Nee. Ah, was haben wir hier? Bei der Kundschaft, wir haben ja Notfallempfang und schicken einen Pannendienst zu den gemeldeten Koordinaten. Bitte beachten Sie, dass eine Bergung Ihres Gleiters aus den Brunnen sich vermutlich nicht realisieren lassen wird. Sollten Sie auf unser Prämienmodell hochstufen wollen, können wir ein Ersatzfahrzeug inklusive Fahrstunden zur Verfügung
Valentinsmelonade. Alter. Der Punch mit den Fahrstunden dazu. Geil. Wie komme ich da hin? Soll ich da seitlich hoch? Hm. Und noch. Oh. Le Imperium. Kann ich da einfach durchgehen? Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar, sicher. Sie sind Thoren Valarion? Das bin ich. Mhm. Alles klar, gehen Sie weiter. Ja, ihr seid immer noch dämlich. Okay. Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. I guess, da kann ich für den Moment nicht durch. Alles in Ordnung? Werden wir sehen. Ja, geht's weiter? Oh, langweilig. Du kennst die Regeln. Keine Kredits, kein Sabak. Du schuldest den Pike sowieso schon ein Vermögen. Oh, schade. Wollte ich nicht mitmachen. Anscheinend hat deine Gestalt gestern Abend alle Partien an den Sabak-Tischen gewonnen. Ich bin sicher, dass wir die nicht wiedersehen werden. Letzte Nacht wurde jemand dabei erwischt, wie er einen Hutten übers Ohr hauen wollte. Mann, in dessen Haut will ich nicht stecken. wollte nur ein bisschen Gespräch zuhören. Schnellreiseziel hätten wir dann schon mal sehr gut. Okay. Das sind die nächsten Wetten hier. Diesmal nicht. Nö, nö, nö. Ich verliere bei sowas immer nur. Und wieder Spielautomaten. Das ist riesig. Wir müssen uns hier unbedingt mal umsehen. Hey, was machen? Nee, okay. Einsehen. Du willst doch bei den Pikes mitmachen. Will ich das? Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mache dir ein Angebot. Woher weiß ich, dass das echt ist? Und wie teuer? Was sind die Bedingungen dafür? Credits 50. Naja. Ja, das wäre super. Oh, perfekt, danke. Viel Spaß da oben und grüß ihn von mir. Ob der das so toll findet, was du da machst? Und auch. Ja, doch. Gefällt mir. Einsehen. Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Ich hab dazu wieder gewusst. Zum Glück habe ich das hier. Eine Spezialeinladung. Da hatte ich ja. Ah, ich hab's mir schon gedacht. Spezialeinladung. Das war nur ein Test eurer Sicherheit. Gorak, bitte. Ja, genau. Ach, vergiss es. Ja. Yeah. Kann ich zu dem Dude nochmal zurück oder ist der jetzt weg? Stimmt der? Und der Betrüger ist weg. War ja klar. Aber sie hat drauf reagiert. Nice. Moment. Wie kommen wir rein? Was ist das hier? Hey, oh. Nur für geladene Gäste. Entschuldigung, ich wollte es ja nochmal ausprobieren. Da vielleicht?
Da hätte es zumindest schon mal Loot. I guess. Alles geht, ja. Oh no. Das schon wieder. Dankeschön. Okay. Ah, okay, dadurch. Na gut, dann also auf zu Gorak. Sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus. Und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich habe genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Du bist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hereinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Ja gut, dann haben wir wenigstens ein bisschen Kapital. Nur, dass wir keinen Job haben. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Warum Pause jetzt auf einmal? Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danker. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet ein Ruf über Leben und Tod. Apropos, ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihnen, Kay-Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Ich mag die irgendwie. Die wirkt echt sympathisch. Moin. So, willkommen in der Unterwelt. Kays Ruf zeigt, wie sehr sie gerade ihr vertraut. Ein guter Ruf öffnet Türen zu Belohnungen und Gelegenheiten, wenn ein schlechter Ruf sie schließt. Ein Syndikat zu gefallen kann ein anderes verärgern. Ne? Das macht ja irgendwo klar. Okay, es ist normal, dass Kays Ruf schwankt, wenn sie über abwechselnde Partner arbeitet. Wenn sie Aufträge für ein Syndikat durchführt, kann Kay ihre Beziehung zum Syndikat verbessern. Ja, alles soweit logisch. Realitäten ändern sich, Verrat ist unvermeidlich. Und eine findige Gesetzlose muss wissen, wie man die Unterwelt zu seinem Vorteil nutzt.
Okay. Dürftig, dürftig. Dürftig. Aber haben alle gleich viel Stufen. Schon an Ausrüstung. Alles klar. Wir sollten aber schauen, dass wir auf gut kommen, damit wir hier in die Territorien reingehen können. Okay. Alles klar. Und als nächste Aufgabe hätten wir hier Gohaks Basis. Geht's wo wer? Das ist vermutlich im Journal Unterwelt. Für die Gohaks Basis auf Karte anzeigen G. Oh, wie geil! Das ist ja mal cool gemacht mit der Karte. Okay, aber wo bin ich? Ja, dann mag er. Okay, da ist der Gleiter. Und da sind wir. Geradeaus raus. Treppe rauf. Und dann nach links. Das müssten aber die Dudes gewesen sein, die da gestanden sind. Vielleicht gehen wir da links so hoch. Dann gibt es auch einen Bekleidungsshop, so wie es aussieht, oder? Verkauft Ausrüstung für tapfere Abenteurer. Dass wir da so hingehen. Oder müssen wir da hingehen, weil da der Marker ist? Ja, gib einfach mal geradeaus. Kavis, Gohaks Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Du machst es nicht sehr professionell. So, zeig doch mal die Karte, bitte. Da nach links. Hallo, Wacker. Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast draufgegangen. Gorak erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen. Das wird bestimmt gut gehen. Da unten sind zwei Wachen, so wie es aussieht. Okay. Ah, liebe Leute, ich sehe gerade die Zeit. Ich denke, ich werde mal an der Stelle eine kleine Aufnahmepause machen. Es ist gerade echt warm in meinem Office. Ich werde die Klimaanlage mal ein bisschen laufen lassen und dann nehme ich mal wieder auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Wir sehen uns schon bald wieder in Star Wars Outlaws. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.